Hallo liebe Freunde, ich spiele 7 Days to Die. Willkommen am Tag 7. Die erste Horde in Mutstavation steht an. Wir haben 309 Zombies gekillt. Das ist jetzt noch nicht so viel, aber immerhin ist es erst Tag 7. Da dürfte der Game Stage unter 150 sein. Ich will die Horde im Krankenhaus machen. Ich habe das ganze Krankenhaus leergeräumt praktisch dafür. Ich hoffe, das klappt. Das habe ich vorher noch nie probiert. Das ist also mal wieder, wie soll ich sagen, erste Mal praktisch, dass das versucht wird von mir. Ich hoffe, es kommen nicht so viele Bosse. Also wir haben den Boss, den Restboss, der macht die wieder alle lebendig. Wir haben den, heißt der, den Bazillenboss, der wirft immer ganz neue Zombies, und wir haben den Volkrascher als Boss. Wenn der Volkrascher kommt, dann ist das gut, aber wenn die beiden anderen kommen, wird das natürlich sehr, sehr viel schwieriger. Jetzt noch 2 Minuten. Ich hoffe, ich gewinne. Dann jetzt mache ich Party. Scheiße, da ist er. Die Zombies stehen auf 8 Zombies. Natürlich habe ich die blau-weiße Pille vergessen. Oh, die sind viel härter drauf. Ich glaube, ich nehme mal besser den Klopfstock. Natürlich die falsche Seite. Daneben gesprungen, ja? Schön. Sag mal, Mädchen, was für lange Arme hast du denn? Ich hätte im Mod noch gerne eine Anzeige, wie lange der Bierwurf dauert. Oder die Wucht überhaupt. Das ist nämlich ganz schön scheiße so. Könnte mich auch Negen nennen. Aber dies findet keiner mehr den Weg hier rauf. Wie die sich immer so vorbeiwinden, das ist unglaublich. Habe ich jetzt ein Déjà-vu oder wie? Nein, hier raus! Raus hier! Thank you.
Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich irgendwie meine Klamotten wieder geordnet kriege. Die falsche Seite, da habe ich immer Pech. Wer hüpft denn hier noch rum wie doof? Ich habe schon gedacht, dass das nicht funktioniert, weil hier alles hier zu eng ist. Ich werde andauernd einen hüpfen und der zeigt sich nicht. Fertig. Da war ja kein Erfolg bis jetzt. Ich denke, die Horde ist sowieso vorbei. Zweimal gestorben, das war nicht so gut. Aber was willst du machen, wenn man was Neues ausprobieren will? Beim ersten Mal, als ich draußen geblieben bin in der Nacht, bin ich sechsmal gestorben. Und jetzt bisher bloß zweimal, das ist ganz gut. Bin ich, hallo. Ja. Also von der Warte aus kann ich noch zufrieden sein. Gegen sechsmal sterben ist nicht so schlecht. Aber nochmal in so einem Krankenhaus oder so, wenn so beengte Verhältnisse sind, so triff ich den denn nicht. Werde ich es wohl nicht mal machen. Gerade noch einer hintere Säule versteckt gehabt. Wo ist der? Ach, da! Um als früher. War jetzt nicht schön.
triff den doch! Mein Gott, muss ich dir alles sagen? Leck mich doch einer am Arsch, hier bist du zu blöde, da Ding da wegzuhauen. Komm mit, können wir beide rennen ein bisschen durch das Krankenhaus, komm. Na komm, Krankenschwester, du kennst dich hier aus. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Da kommt noch eine. Wenn ihr dem Spider schon das Krabbeln abgewöhnt, dann könntet ihr ihm wenigstens auch das Schreien abgewöhnen, finde ich. Er kommt ins Krankenhaus rein. Also solange es einzeln kommt, geht's noch. Bloß die Wartezeit ist immer so erbärmlich. Ja, ich denke, das war es jetzt endgültig, da kommt keiner mehr. Thank you.
liebe Leute, ihr habt gesehen, da kommt kaum Loot raus. Also nichts, was man gebrauchen kann hier auf Starvation. Ich habe da ganz oben, ich glaube, 4 Truhen voll nur mit Müll, Teddybären und Minicomputer und all so ein Scheiß. Haarbürsten. Nichts ganz, kann man nichts gebrauchen hier. Obwohl bei dem Typ hier eine Haarbürste gar nicht schlecht wäre. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüssi. Hätte anders laufen sollen, ist es aber nicht. Ich hatte sowieso schon unglaublichen Schiss vor der Horde, weil ich wusste, das wird unglaublich schwierig. Und als ich dann als ich das erste Mal gestorben bin und dann in den falschen Raum reingegangen bin, hier in so eine enge Kiste hier, da war klar, dass ich sterbe. Tut mir leid. Ich sag dann erstmal, Tschüssi. Zombies gekillt haben wir vorher. Jetzt sind wir bei 300. Was war das? Irgendwann mit 80, ne? 383. Mehr konnte ich nicht erwarten, weil die Horde ja sowieso so ziemlich klein am Anfang ist. Zum Glück diesmal. Okay, und dann nochmal. Tschüssi.